Was tun mit der Gazprom-Aktie? Auf der einen Seite haben wir den Ukraine-Konflikt, auf der anderen Seite verdient Gazprom so viel Geld wie noch nie zuvor, ist attraktiv bewertet und die Aktie steigt ja auch schon wieder. Wie ist die Lage bei Gazprom? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Antrittsbesuch von Olaf Scholz im Weißen Haus. Die Themen waren Nord Stream 2 und die Auslieferung von Gerhard Schröder, wogegen sich die SPD immer noch ein bisschen sträubt. Gerhard Schröder, für die Amerikaner ist eine große Enttäuschung. Als er noch Bundeskanzler war, da konnte man mit ihm wirklich in jede Schlacht ziehen, Seite an Seite. Afghanistan-Krieg, Jugoslawien, gut, Irak dann nicht mehr. Aber jetzt ist er einfach nur noch Gazprom-Gerd. Seit Jahren schon im Aufsichtsgremium von Nord Stream und bald dann wahrscheinlich eben auch Gazprom-Aufsichtsrat. Und sehr, sehr theoretisch stellt das ja die SPD-Regierung vor ein gewisses Problem, das Ganze. Weil es ist ja seit Jahren gute Tradition, dass man gegen Russland Sanktionen verhängt, unter anderem eben auch direkt gegen Führungskräfte von kremlnahen Unternehmen. Gazprom ist so ein Unternehmen, wird zu 50% vom russischen Staat kontrolliert. Und eine der Führungskräfte, das wäre dann eben unser Altbundeskanzler. Was macht man dann mit dem? Friert man ihm jetzt die Konten ein? Sperrt man ihm Instagram? So oder so, für die SPD ist das alles natürlich nicht angenehm und nicht nur für die SPD natürlich auch. Seit November haben wir den russischen Aufmarsch, seitdem haben wir Spannungen, seitdem stehen russische Aktien auch unter Druck. Das ist der RTS-Index. Das letzte halbe Jahr. Im Herbst war noch alles in Ordnung da, ist deutlich gestiegen damals. Im November ist er dann aber stark gefallen, als sich dieser ganze Konflikt aufgebaut hat. Und Mitte Januar dann nochmal, wo man dann eben den Eindruck gehabt hat, das verschärft sich jetzt auch immer mehr. Aber die letzten 2 Wochen, da haben sich russische Aktien wieder deutlich erholt, obwohl sich ja jetzt die Lage nicht unbedingt entspannt hat. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass jeder weiß, russische Aktien sind günstig. Der MSCI Russia Index, der ist bewertet auf die für dieses Jahr erwarteten Gewinne mit einem KGV von unter 6 und mit einer Dividendenrendite von über 6%. Das ist attraktiv. Das allein reicht aber natürlich noch nicht. Sondern ich würde aus dieser Entwicklung rauslesen, der Markt geht jetzt wirklich davon aus, da passiert jetzt nichts Schlimmes mehr. Das ist vielleicht alles festgefahren gerade, fühlt sich vielleicht auch nicht besonders gut an, aber am Ende wird es doch nicht eskalieren. Das ist die Überzeugung des Marktes im Moment, würde ich sagen, weil ich kann es mal anders nicht erklären. Und bei Gazprom fast das gleiche 1 zu 1. Auch hier 6 Monate in Euro. Das Hoch war im Oktober bei über 9 Euro. War übrigens gleichzeitig der höchste Stand seit fast 10 Jahren. Und dann geht es im November runter und im Januar geht es weiter runter bis auf 6,60 €. Und dann aber auch die Erholung. Und jetzt sind wir schon fast wieder bei 8 Euro. Sind damit auch nur so ungefähr 18% weg von diesem Oktoberhoch. Und wenn man sich mal einen längeren Chart anschaut, also hier auf 5 Jahre zum Beispiel und den Anstieg, der jetzt ja vorher war, dann kann man fast sagen, das ist ja alles nicht der Rede wert, der Rückgang da neulich. Sieht aus wie eine kleine technische Korrektur, von der sich die Aktie jetzt ja auch schon wieder erholt. Man würde also nicht glauben, dass wir da gerade eine schwere Krise haben und einen schweren geopolitischen Konflikt. Und die Aktie ist ja schon mal ausgebrochen nach oben. 2019. Das ist dann eben unterbrochen worden durch Covid-19 und anschließend den Gaspreisverfall. Dann 2021 eben nochmal ein viel stärkerer Anstieg, der jetzt wieder unterbrochen worden ist. Und da kann man natürlich die Idee haben, geht es jetzt nach dieser Unterbrechung jetzt vielleicht dann sogar noch mehr nach oben. Ohne die Ukraine-Krise
Klar, da wäre die Aktie im Moment sehr attraktiv, völlig logisch. Ich habe hier vor Jahren ja schon Videos gemacht zu Gazprom, wo ich immer gesagt habe, obwohl ich sowas ja eigentlich normalerweise ungern sage, aber ich habe gesagt, ich sehe da wirklich Kurspotenzial so von 50, 60%. Am Ende waren es dann ja zwischenzeitlich zumindest sogar noch mehr. Es waren aber andere Zeiten auch natürlich. Die Kurse waren viel niedriger und wir haben auch nicht die Spannungen gehabt, ist klar. Und die Kurstreiber damals, das war dann der Rückgang der Investitionen oder die Ankündigung von diesem Rückgang. Die Investitionen waren jahrelang sehr, sehr hoch bei Gazprom, haben viel Geld verbraucht. Das soll jetzt eben besser werden. Daraus folgend höhere Cashflows und eine neue Dividendenpolitik. 50% vom Gewinn sollen in Zukunft ausgeschüttet werden. Und jetzt natürlich auch noch der starke Erdgaspreisanstieg auf dem europäischen Markt, wo sich die Preise zum Vorjahr ja fast verdreifacht haben. Gazprom hat die ersten 9 Monate 2021 einen Gewinn erzielt von 20 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Gazprom jemals zuvor erzielt hat in einem gesamten Jahr. Und wenn man jetzt die Schätzungen nimmt fürs ganze Jahr, dann ist die Aktie darauf jetzt bewertet mit einem KGV von nur 3,5. Und wenn das dann auch alles so kommt, wie sich das die Analysten vorstellen, dann könnten wir auch eine Dividendenrendite diesmal haben von fast 15%, also 14,7, 14,8 auf dem Kurs von gestern. Gazprom hat außerdem die mit Abstand größten fossilen Reserven von allen börsennotierten Konzernen und gerade bei Erdgas eben auch. Und Erdgas boomt, die ganze Welt will Erdgas als Übergangsenergieform für die nächsten Jahrzehnte. Die Marktposition in Europa ist fast unangreifbar, 43% Marktanteil in der EU, über 50% in Deutschland. Und China will auch russisches Erdgas, da baut man jetzt nochmal eine neue Pipeline auch, ist beschlossen worden jetzt bei den Winterspielen da. Es kann also fast nicht besser laufen, nur leider jetzt Ukraine-Krise. Und da steht Gazprom natürlich auch direkt im Zentrum, weil logisch, wenn man auch nur nachdenkt jetzt über Sanktionen und über Gegensanktionen, dann ist man sofort beim Erdgas. Man liest ja auch nicht, fast nichts anderes mehr drüber, als wer bei uns jetzt in der Koalition wie zur Nord Stream 2 Pipeline steht und wer sie verbieten will im Ernstfall und wer nicht. Joe Biden soll jetzt gesagt haben, wenn Russland die Ukraine angreift, dann war's das mit der Pipeline. Und als jemand dann gesagt hat, naja, die USA entscheiden das doch gar nicht, dann hat er trotzdem gesagt, egal, das war's dann. Trotzdem mit der Pipeline lässt uns natürlich ein bisschen schwach aussehen gerade. Und über was auch viel geschrieben wird gerade, wie viel Kapazität bucht Gazprom für welchen Tag, für welche Pipeline nach Europa? Das ist plötzlich wieder wahnsinnig interessant, weil klar, die Speicher bei uns sind ziemlich leer und alle fragen sich, setzt Gazprom, was ja immerhin ein russischer Staatskonzern ist, das jetzt schon mal als Druckmittel ein gegen uns? Sie erfüllen zwar die Verträge, wir bräuchten aber natürlich mehr. Und da beklagen sich jetzt auch viele und sagen, Gazprom liefert einfach nicht mehr, obwohl ja die Preise total hoch sind. Wie kann das sein? Da muss man aber auch wissen, und das habe ich vor ein paar Monaten ja schon mal gesagt hier, als die Spotpreise niedrig waren vor 10 Jahren, da haben die Abnehmer hier Gazprom gezwungen vor Gericht, dass Gazprom mehr Gas zu Marktpreisen verkauft, also zu den Spotpreisen, nicht zu den festgelegten Lieferpreisen. Die waren damals ja höher. Gazprom wollte das gar nicht. Die wollten in erster Linie Planungssicherheit. Jetzt sind Stand vor ein paar Monaten 87% von den Gazprom-Lieferungen aber gebunden an den Marktpreis. Und wenn Gazprom jetzt viel liefert nach Europa, dann machen sie sich ja selber den Preis kaputt. Da wären sie schön blöd. Das war natürlich auch nicht unbedingt eine von den Sternstunden von den europäischen Gasabnehmern. Und jetzt ist das Geschrei groß, völlig klar. Also wichtige Regel für alle, die jetzt auch vielleicht mal einsteigen wollen ins Gasgeschäft. Marktpreise schwanken manchmal. Der Vollständigkeit halber, also ich spreche hier immer über Gas. Gazprom ist natürlich auch ein großer Ölproduzent, ein großer Stromproduzent, betreibt auch eine Bank und kontrolliert seit neuestem auch VK, früher Mail.ru, und damit das größte soziale Netzwerk in Russland. Russlands Facebook, sagt man da immer gern.
Das kam am Markt nicht gut an. Die Aktie hat sich die letzten 3 Monate mehr als halbiert. Und beim zweiten großen Internetkonzern in Russland, Yandex, da sieht es auch nicht viel besser aus, ist dann auch eben durch die Ukraine-Krise stark unter Druck gekommen. Ich erwähne es jetzt nur kurz, weil nächste Woche kriegen Sie von uns dazu einen Zukunftsmärkte-Report, detailliert zu diesen beiden russischen Internetaktien. Für jeden, der sich für Russland interessiert, ist das natürlich auch interessant. Und die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Also tragen Sie sich ein dafür, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Der Link dafür ist auch nochmal hier unter diesem Beitrag. Russland beliefert Westeuropa mit Erdgas seit 1968 durch alle Krisen im Kalten Krieg hindurch. Es war nie ein Thema, dass sie uns nicht mehr beliefern würden. Das mal voraus. Also jetzt auch nicht in der Ukraine-Krise 2014, 2015, als unsere Sanktionen ja gekommen sind damals. Also es muss diesmal schon viel passieren, dass es wirklich so kommen würde, meiner Meinung nach. Nord Stream 2. Das ist jetzt so ein Thema geworden auf der anderen Seite und es ist so oft gesagt worden, man muss das stoppen, wenn Russland die Ukraine angreift oder aggressiv vorgeht gegen die Ukraine, dass ich mir in dem Fall inzwischen nicht mehr vorstellen kann, dass es, wenn der Konflikt jetzt wirklich eskaliert, dass diese Pipeline trotzdem kommt. Es ist undenkbar eigentlich mittlerweile. Für Gazprom wäre das natürlich schlecht, es wäre eine riesen Investitionsruine. Auf der anderen Seite noch weitergehen bei Gazprom, das kann der Westen eigentlich nicht. Also jetzt zu sagen, wir nehmen kein russisches Gas mehr ab oder so, das wäre ja schön, das wünscht sich auch der eine oder andere hier, aber das wird nicht gehen. Also wie gesagt, es geht um 43% der Gasnachfrage aus der EU. Man kann langfristig vielleicht versuchen, dass man sich langfristig irgendwie schon unabhängiger macht von russischem Gas unter hohen Kosten dann auch, aber kurzfristig kaum vorstellbar. Und darum würde ich sagen, Gazprom ist zwar ein russischer Staatskonzern, ist wirklich auch schwer exponiert in diesem ganzen Konflikt natürlich. Aber dadurch, dass es da jetzt eben auch wirklich um die europäische Energiesicherheit geht, ist das ein ganz, ganz heißes Eisen. Und ich finde es nicht völlig abwegig, wenn man vermutet, dass auch bei einer Eskalation Gazprom vielleicht sogar noch relativ gut wegkommt, weil sich auch der Westen ja eigentlich nicht leisten kann, dass er gegen Gazprom wirklich total hart vorgeht. Nord Stream 2 wäre also wahrscheinlich weg, ist schlecht, ist aber letztlich verschmerzbar am Ende, weil wie gesagt, Gazprom hat die letzten 9 Monate oder die 9 Monate, die ersten 9 Monate 2021 einen Gewinn gemacht von 20 Milliarden Dollar ohne Nord Stream 2. Und je schlimmer die Spannungen dann werden, desto höher ist dann wahrscheinlich am Ende sogar noch der Gaspreis, den Gazprom dann hier einsteckt. Heißt nicht, dass Gazprom unangreifbar ist jetzt. Also eine von den denkbaren Sanktionen ist ja, dass man Russland und russische Konzerne zum Beispiel abschneidet von den westlichen Kapitalmärkten. Gazprom hat 130 Milliarden Dollar Schulden, also brutto natürlich nur, in dieser Währungsstruktur hier. Also über 70% der Schulden sind entweder in Euro oder in Dollar, nur 23% in Rubel. Ist normalerweise kein Problem. Sie haben ja auch entsprechend die Deviseneinnahmen. Aber es wäre eben dann schon ein Problem, wenn man wirklich abgeschnitten wird von den westlichen Kreditmärkten. Auf der anderen Seite auch hier wieder, also wer Gazprom jetzt wirklich abschneiden will von den westlichen Finanzmärkten, der muss sich das vorher gut überlegen schon. Also genauso wie mit dem Ausschluss von Russland aus dem SWIFT-Bankenzahlungssystem, was ja auch immer im Raum steht irgendwie. Also wer sich selber der Möglichkeit beraubt, russisches Erdgas zu bezahlen, der kriegt vielleicht auch am Ende keins mehr. Trotzdem ein Krieg in der Ukraine, abgesehen von allem anderen, es wäre natürlich auch für die Gazprom-Aktie nicht gut. Auch wenn dann nach wie vor Erdgas nach Europa geht, sehr wahrscheinlich. Wir hätten aber dann einfach noch mehr Misstrauen, wir hätten noch mehr Unsicherheit, als wir im Moment sowieso schon haben. Und Europa würde sich dann wohl wirklich bemühen, auf kurz oder lang, dass es sein Erdgas irgendwann doch mal woanders herkriegt. Es wäre dann einfach auch viel kaputt.
kann Gazprom einfach dann ausweichen nach China, sein Gas dann einfach dahin liefern? Wohl eher nicht. Die Nachfrage aus China, die ist natürlich auch groß. China will auch noch mehr. Aber letztes Jahr, da sind 16,5 Milliarden Kubikmeter nach China geliefert worden. Nach Europa waren es immer noch mehr als das Zehnfache. Das Volumen nach China, das soll jetzt schon mittelfristig auf 50 Milliarden steigen. Aber auch dann ist es immer noch kein richtiger Ersatz. Und was nicht funktionieren wird, auch wenn viele das glauben, dass Gazprom dann da einfach den Schalter umlegt und dann geht das Gas eben nach China. Das ist das Pipeline-System. Man sieht im Westen hier die Leitungen zur eigenen Versorgung vom eigenen Markt und für Westeuropa und im Osten dann die neuen Pipelines nach China. Das sind aber alles Riesenentfernungen. Es sind auch komplett unterschiedliche Produktionsstätten und Förderstätten. Das umzustellen, das wäre ein Riesenaufwand und würde wahrscheinlich ökonomisch auch keinen Sinn machen. Insofern, Gazprom braucht auch Europa. Alles in allem, Gazprom bleibt natürlich hochinteressant, aber wie schon gesagt, da in einem Video vor 2 Monaten, dass das jetzt wirklich eskaliert in der Ukraine, ich glaube es zwar auch nicht wirklich oder ich will es vielleicht auch nicht glauben im Moment, aber was ich mir eben auch nicht so richtig vorstellen kann, das ist, dass sich das jetzt alles einfach sofort dann demnächst in Wohlgefallen auflöst. Die Situation ist wirklich festgefahren und Wladimir Putin, der hat ja seine Forderungen gestellt und das ist jetzt für ihn schon auch unbefriedigend, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite hat er eben aber auch noch Möglichkeiten, dass er die Spannungen nochmal verschärft und dass er die Daumenschrauben jetzt eben nochmal anzieht. Und was ich definitiv nicht glaube, das ist, dass auch eine echte Eskalation jetzt da schon eingepreist ist bei russischen Aktien. Auch nicht bei Gazprom, auch nicht, obwohl russische Aktien jetzt günstig sind. Da ist schon noch dann etliches an Fallhöhe da. Darum, wenn man jetzt ein langjähriger Gazprom-Aktionär ist, wenn man jetzt festhalten will an der Aktie, verstehe ich vollkommen, kann man natürlich auch machen. Vielleicht setzt man sich ja entsprechende Stops oder sowas. Aber jetzt in der Lage zuzukaufen, ich würde es nicht unbedingt machen, muss ich sagen. Das kann gut gehen und die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, die ist auch gar nicht mal so niedrig, würde ich sogar sagen. Aber wenn man es macht, dann muss man schon wissen, dass man sich da schon auch einiges damit jetzt an Risiko zulegen würde und man sollte dann eben auch wissen, wie man damit umgeht und ob man das auch kann eben. Und wir sind ja auch international an Börsen momentan in einer Phase, wo man ja sagen muss, die Volatilität, die Schwankungen, die nehmen zu. Und dann ist natürlich schon die Frage, ob man sich das Russland-Risiko dann zusätzlich jetzt im Moment, ob man sich das dann auch noch geben muss. Wer weiß schon, was Putin macht als nächstes? Er lässt natürlich selber nichts raus, völlig klar. Darum brauchen wir andere Indikatoren. Und einen gibt's, nämlich seine Yacht, die Graceland. Die war jetzt monatelang gemütlich in der deutschen Blohm- und Voßwerft. Das schreibt zumindest der Spiegel. Aber jetzt haut sie plötzlich ab, sticht plötzlich in See gen Osten. Kein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Hoffen wir wenigstens mal für Gerhard Schröder, dass er da mit on board ist. Nachdem diese Yacht vorher noch, und das schreibt wiederum das Redaktionsnetzwerk Deutschland, in aggressiv provokanter Weise sich rangeschmissen hat an die Korvette Emden von unserer Marine. Und so wie die Emden da aussieht auf dem Bild, da hat sie dann wahrscheinlich auch nicht die Verfolgung aufgenommen. Verfolgen wir das Ganze wenigstens weiter und am Montag hier, da gibt es dann ein Video zum chinesischen Solarkonzern Jinko Solar. Würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind hier und denken Sie außerdem noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports, diesmal zu den beiden großen Internetkonzernen in Russland. Einfach dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.